Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, ich habe alles Mögliche gerade gepackt, denn wir gehen gleich zum See, ein bisschen picknicken und einfach das schöne Wetter genießen. Eigentlich ist in Karlsruhe gerade richtig was los, jetzt übers Wochenende, weil so ein großes Fest ansteht. Das nennt sich auch noch das Fest und jeder im Umkreis geht da irgendwie hin, aber uns ist das irgendwie zu viel, beziehungsweise mir ist das auch ein bisschen zu viel. Das ist so ein Hügel, da stehen, ich weiß nicht wie viel, tausende Menschen. Also wirklich extrem viele. Und ja, wir haben uns gedacht, nee, wir machen erstmal ein bisschen chilliger das Ganze und gehen halt eben noch picknicken und so. Haben sehr, sehr viel hier reingepackt. Also habe ich noch einiges, ja, vorbereitet. Aber das zeige ich euch dann, wenn wir dort sind. Und ja, ist jetzt eigentlich auch so eine Mischung aus Geburtstagsgeschenk von der einen, wo ich euch auch mal gezeigt habe mit der Tüte und so. Das war mitunter so das Hauptgeschenk, dass wir gesagt haben, wir gehen irgendwie schönes Picknick machen an den See oder wie auch immer und wir kümmern uns um alles. Und ja, das ist jetzt daraus geworden. Und ja, dann gehen wir jetzt los. So, wir sind wieder auf dem Rückweg, waren jetzt echt eine Weile lang da und ja, haben uns jetzt spontan entschieden, noch abends essen zu gehen mit Freunden. Allerdings wollten wir ursprünglich japanisch essen gehen, haben uns jetzt aber dann doch umentschieden, auf das Fest zu gehen, weil es da noch so einen größeren Vorplatz gibt, wo eben nicht diese Haupttribüne ist und ja, da hat man ein bisschen mehr zum Laufen und auch da gibt es die ganzen Futterstände, die eigentlich sehr lecker sind und sehr viel Veganes auch mit dabei sein wird und ja, das haben wir jetzt erstmal vor. So, ich habe mich gerade fertig gemacht und ja, dann hat es geregnet und geregnet und geregnet. Hier im Ort ging es einigermaßen, es waren nur so ein paar Tröpfchen, aber ja, unsere Freunde, die mitgehen wollten, die mehr so in der Innenstadt wohnen, die haben gesagt, es goss aus allen Kübeln, also richtig stark. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir nicht aufs Fest, weil da halt echt ganz viel, ja, so Schlamm dann ist und so. Man kennt es schon, wenn man da ein paar Mal war, es ist sehr häufig so, dass dann genau mitten bei diesem Fest es anfängt zu regnen und zwar sehr arg und es war auch sehr windig. Also wir sind dann auch nach einer Weile wieder zurückgegangen. War jetzt nicht so mega spannend, aber wir wollten einfach noch mal ein bisschen raus. Und ja, jetzt komme ich endlich dazu, diese verschiedenen Eissorten zu testen. Mein Freund hat auch schon ein Schälchen bekommen. Ich habe hier einmal dieses Rewe Cookie Peanut Butter Eis. Bin ich sehr gespannt, ob es auch mit denen von Ben & Jerry mithalten kann. Ist so die Eigenmarke von denen. Dann einmal von Alpro das Hazelnut Chocolate. Und einmal von Alpro Almond Salted Caramel. Die zwei sind auch anscheinend noch mit weniger Kalorien irgendwie, aber ohne Süßungsmittel. Bin sehr, sehr gespannt. Und ja, habe mir jetzt die ganzen Sorten rausgegeben. Also einmal Cookie, Schoko und dieses gesalzene Karamell. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Hast du schon probiert? Ja. Also das mit Karamell schmeckt sehr gut. Ist das für dich wieder zu karamellig? Du magst es eigentlich nicht so gern, gell? Für mich ist die Reihenfolge ganz klar. Von hell nach dunkel wird es immer besser. Also er liebt so pures Schokoeis. Also ich finde das mit diesen Karamellsachen sehr lecker. Hat auch richtig viel Karamell mit drin. Mhm. Ich finde nicht, dass es so super gesalzenes Karamell ist. Also ich finde, es ist sehr normal. Ja, aber ganz gut. Also würde ich mir nochmal kaufen. Oh ja, das Schokoladeneis ist gut. Aber ich schmecke wieder nicht so Haselnuss raus. Also für mich ist das normales, gutes Schokoladeneis. Also ich würde es fast als ein bisschen langweilig doch ansehen. Also ich mag dann das von Ben & Jerry doch ein bisschen lieber. Also ich schmecke mehr Schoko raus. Und jetzt kommt dieses Peanut Butter Cookie Ding. Ich glaube, das ist mein Favorit. Schmeckt wirklich wie so Snickers. Ist sehr lecker. Also wenn man Erdnussbuttercreme-Zeug mag, dann ist das hier absolut super toll. Kann absolut auch mit so einem Ben & Jerry Eis mithalten. Es hat auch ganz viele Stückchen. Und so vielschichtig, also finde ich sehr, sehr lecker. Guten Morgen! Ja, ich bin gerade bei meinem späten Frühstück, heute noch komplett ungeschminkt.
und wollte unbedingt diesen Löwenzahnhonig mit euch testen. Ich habe den noch gar nicht ausprobiert. Ich habe mir jetzt hier mal so eine Brotscheibe zurechtgelegt und dann noch ein bisschen von meinem Hummus und Paprikasticks. Wollte aber halt auf jeden Fall den jetzt ausprobieren. Seit einer guten Woche probiere ich auch noch was anderes gerade aus, kann aber dazu noch nicht so ein Fazit sagen, weil ich mir noch nicht sicher bin, wie gut das hilft und ob es was bringt. Ich mische mir momentan so Wildkräuter. Also ich habe zwei Varianten davon, von denen ich immer wieder Gutes gehört habe. Und Wildkräuter sammeln ist immer so eine Sache. Man kommt nicht immer so gut dran. Dann gibt es bei fast jeder Pflanze, habe ich so das Gefühl, noch so eine sehr ähnlich aussehende Pflanze, die dann aber eher giftig ist. Und ja, und vor allem gehe ich nicht immer irgendwie raus und sammle irgendwelche Pflanzen, wo dann auch keine Hunde dran kommen und so weiter. Ist mir das ein bisschen zu heikel. Momentan kriegt man die ja nicht so gut irgendwo zu kaufen. Deswegen gibt es sie auch getrocknet. Und die haben halt eine ganz gute reinigende Wirkung und ist sehr, sehr natürlich und biozertifiziert und so. Da gibt es natürlich auch nochmal so ein paar Sachen aus dem Internet, wo man nicht weiß, woher kommen die und so. Und das sind halt Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter und so verschiedene andere Sachen mit drin. 15 verschiedene Sachen, auch Bärlauch und alles Mögliche. Und davon gebe ich mir immer so eingehäuften Teelöffel in einen Becher oder Tasse, wie auch immer. Und mach da noch was von einer anderen Sorte dazu. Das nennt sich Grünes Leben. Das auch, ich glaube, ist da Weizengras drin oder irgendwie sowas. Ja, verschiedene Sachen auch wieder mit drin. Und ja, das soll so reinigend sein und entgiftend und für den Körper halt die ganzen Organe unterstützen. Genau, das gebe ich mir so rein. Ist sehr, sehr grün. Und so schmeckt es auch. Ich mische mir halt gern mit Haferdrink momentan der Natur von DM Bio. Ist auch echt einer der besten. Wenn man nur normalen Haferdrink haben möchte, ohne Vanillegeschmack oder so, finde ich auch die Natur extrem lecker. Ist auch so leicht süßlich. Ich glaube, die haben auch nochmal was an der Rezeptur irgendwie verändert, seit sie die neuen Verpackungen haben. Bei manchen schmeckt es noch süßer, finde ich. Ja, und jetzt sieht das halt so grünlich aus und ich liebe das aber. Also am Anfang muss man sich schon dran gewöhnen, weil es ein bisschen bitter ist. Und mit Wasser schmeckt es mir auch überhaupt nicht. Aber mit so Haferdrinks ist es echt gut. Und mittlerweile stehe ich total auf diesen Geschmack und das mache ich gerade so jeden Morgen. Einfach so ein Teelöffelchen von beiden dazu. So, und jetzt bin ich auf den extrem gespannt. Er hat auch so einen schönen Deckel, das ist so richtig Roségold. Ach, okay, man kriegt es echt gut auf. Okay, es riecht nicht wie Honig, es riecht sehr, sehr süß. Es sieht aber sehr honigähnlich aus, also würde ich schon sagen, ist Honig sehr nah. Aber es ist schwer zu beschreiben, es riecht wie was ganz künstlich Zuckriges. Also auf Honig würde man jetzt nicht kommen. Moment, jetzt mache ich erstmal so ein Stückchen ab vom Brot. Bin ja so gespannt, weil ich das seit meiner Kindheit halt nicht mehr gegessen habe, so Löwenzahnhonig. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, wie man das macht. Man kocht diese Blüten vom Löwenzahn ein. Also da ist gar nichts mit den Blättern irgendwie, sondern nur die Blüten und damit Zucker und sowas. Und das muss man aber 24 Stunden lang machen. Also es ist schon ein bisschen Aufwand. So, ich bin sehr, sehr gespannt. Also es hat was wie, ich würde sagen, Agavendicksaft oder so. Es hat keinen Honiggeschmack. Es ist einfach wie so süßer Sirup. So. Ist an sich ganz gut und kann man als Honigersatz nehmen. Aber diesen typischen Eingeschmack hat es natürlich jetzt nicht. Manche mögen das ja. Ich kenne auch Leute, die mögen Honig vom Geschmack gar nicht. Ich liebe den zum Beispiel. Aber ist gut. Also hier steht auch drauf, es ist Rohrzucker drin, Wasser, Löwenzahnextrakt und Zitronensaft und alles aus kontrolliert biologischem Anbau und Fairtrade und sowas. Also ich werde auch noch irgendwann diese Gänseblümchen-Variante mal probieren, ob die irgendwie anders schmeckt. Aber so an sich ist es ganz lecker, wenn man halt einen Ersatz sucht für Honig. Aber Agavendicksaft wird es, glaube ich, auch tun. Ist jetzt auch kein Riesenunterschied. Er ist ein bisschen dickflüssiger wie Agavendicksaft. Und ich habe so ein bisschen Probleme, merke ich schon, mit Agavendicksaft, weil da sehr viel Fructose drin ist. Und bei einem zu gewissen hohen Grad davon merke ich es dann schon. Deswegen achte ich drauf, jetzt nicht so viel mit Agavendicksaft zu süßen, so pur. Ich finde, das schmeckt auch meistens echt wenig süßlich. Man braucht schon viel im Vergleich zu Zucker oder ähnlichen Sirupsachen. Ja, aber so an sich ist das echt ganz gut. Jetzt haben wir es am Nachmittag und ich habe mich jetzt nochmal fertig gemacht. Ich überlege gerade nur, ob es ein bisschen too much ist mit dem roten Lippenstift. Dabei habe ich den nur aufgetupft, aber das ist von MAC Russian Red und der ist halt sehr intensiv.
Und ja, passt halt eigentlich so zu meiner Shorts, die ich jetzt anhabe. Und dann dachte ich mir so, ja, weiß und rot mache ich heute einfach mal ein bisschen. Ja, ein bisschen intensiv, aber egal. Das ist ja eh so Festival-like und so. Und da gibt es ja ganz, ganz viel. Deswegen passt es. Aber es ist ein bisschen vielleicht leicht overdressed. Aber naja, egal. Ich muss jetzt noch meine Tasche packen. Wobei, ja, viel darf ich eh nicht mitnehmen, weil Flaschen und alles Mögliche ist wieder da drin verboten. Und deswegen, naja, kommt eh nicht viel mit. Ja, aber da nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit zu diesem Fest. So, ich bin schon wieder eine Weile daheim. Es ist mittlerweile auch dunkel geworden. Ich musste mich allerdings erstmal ein bisschen ausruhen, weil wenn man dann wirklich den halben Tag in der Sonne irgendwie unterwegs ist, das spürt man dann schon. Und ja, so ein bisschen dehydriert und so habe ich mir dann irgendwie gedacht, war jetzt nicht so optimal. Wir haben zwar immer wieder Trinken gekauft, aber man durfte ja kein Trinken dort von außen mitnehmen und so. Blöde Sache. Aber ja, deswegen musste ich mich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. War mega cool. Also, ich glaube, ich war letztes Jahr oder auch vorletztes Jahr nicht bei das Fest, weil ich das irgendwie verdrängt habe, dass es da noch so viele coole andere Stände gibt. Und ja, auch ganz, ganz viel außenrum von der Hauptbühne noch weg. Und sehr, sehr viel leckeres Essen und so. Und ich liebe ja auch gerade Essen, was ich sonst nicht so bekomme, wie aus Sri Lanka und philippinisches Essen und so. Da gibt es ja so verschiedene Food Trucks und so. Nur schade ist es, wenn man dann schon die Foodtrucks kennt und die immer die gleichen 3 oder 4, 5 Gerichte haben und man sich echt schon ein bisschen so davon so durchprobiert hat. Und dann denkt man sich, ja, jetzt hätte ich noch gern was anderes Neues. Aber die Sachen sind sehr, sehr lecker. Und auch Peter hatte wieder ihren Stand dabei, also da, wo ich auch ab und zu mal helfe und dabei bin. Und ja, habe auch so ein paar Sachen wieder mitgenommen. Das sind immer so nette Flyer, wo das kurz zusammengefasst ist, warum die Problematik mit Milch besteht und auch mit Eiern. Und gibt noch mehr wie Fischfang und alles Mögliche, aber das sind so meine Hauptdinger, die ich anderen Leuten gerne irgendwie mal gebe, wenn es heißt, hä, was war da jetzt nochmal genau? Ja, Eier und Milch ist so für mich irgendwie immer das Wichtigste. Und Fleisch halt natürlich, das kommt dann noch dazu. Und die haben auch so ganz coole Buttons gehabt, wo ich mir ein paar mitgenommen habe. Einmal, frag mich, warum ich vegan bin. Moment, muss ich euch mal so zeigen. Genau, den fand ich ganz cool. Dann habe ich noch diesen hier mit dem Lama, das vegan ist. Und einmal noch hier von Peter 2. Genau. Den normalen kleinen Button. Denn ich sammle mittlerweile auch wirklich Button. Habe hier auf meinem Rucksack jetzt mittlerweile auch schon 3. Muss ich auch mal näher zeigen. Genau. Einmal den hier. Das war somit mein erster. Dann hatte ich den hier. Da muss ich nur noch mal das nachfahren. Das habe ich eh schon gemacht, weil eigentlich war das so hellgelb. Mit Not Your Mom, Not Your Milk. Und das ist jetzt mein neuester. Mit, ja, du kannst nicht Tiere gleichzeitig lieben und essen. Ja. Und das finde ich ganz cool, wenn die alle auch noch so mit drauf kommen. Ich muss nur gucken, dass es nicht zu viel wird, weil ich wollte das eigentlich so auf einer Seite so ein bisschen. Ja, aber bin ich auch schon das ein oder andere Mal angesprochen worden. Das ist echt lustig. Man kommt echt mit manchen Leuten so in Kontakt. Auch lustigerweise eher sogar mit Veganern. Und ja, wenn ich dann in der Stadt bin oder so oder irgendwo stehe, die anderen Leute lesen sich das echt teilweise durch. Man merkt das schon. Ist sehr interessant. Dann gab es auch noch, das hier. Hätte jetzt was vergessen. Das ist so ein Tintenstempel-Ding. Ich hoffe, man kann es gerade irgendwie lesen, weil es nicht so genau fokussieren will. Aber steht halt auch Lama. Oh Gott, ich muss selber gucken. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was da alles steht. Aber Lama und vegan, das weiß ich gerade nur nicht. Ich kann das hier gerade nicht so lesen. Ja, und das spiegelt halt hier auch nochmal in der Kamera. Aber das fand ich auch süß und das wäscht sich einfach wieder weg. Also ist nicht so wie Henna-Tattoo. Ach, und übrigens, Henna, das Ding ist komplett weg. Ja, das war halt so eine Sache. Bei mir hat es 3 Tage gehalten. Also so am Mittwoch, spätestens am Donnerstag war es wirklich sehr blass. Am Dienstag war es top, da war es echt schön. Und dann, ja, war es halt schon schwächer. Aber ich habe halt auf der Arbeit immer wieder mit Wasser zu tun. Und ja, auch wenn ich mit den Kindern Wasserspiele mache, gerade bei der Wärme und so, dann greife ich halt ständig ins Wasser. Wir müssen teilweise auch mal per Hand was abspülen. Und hier daheim habe ich es auch. Und ja, deswegen
wird es halt schnell hell. Ich habe mir überlegt, jetzt bei dem Fest nochmal Henna machen zu lassen. Die hatten auch wieder ihren Stand da. Habe mir dann überlegt, ich muss heute definitiv meine Haare waschen. Das kann ich nicht noch weiter rauszögern. Deswegen wäre das schon mal doof. Und ja, die nächsten Tage auch. Es wird wieder super heiß. Ich glaube, ab Dienstag oder Mittwoch geht es steil bergauf auf 36 Grad, 37. Und das haben wir dann hier 3-4 Tage lang. Was soll man machen? Aber da muss ich halt häufig meine Haare waschen und beziehungsweise nass machen zumindest. Und irgendwie immer Wasser am Körper haben. Und ich liebe das auch hier, so Wasser langlaufen zu lassen am Waschbecken und so. Das kühlt auch sehr schön. Und es kommt halt ständig Wasser dran. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, lasse ich diesmal nicht machen. Aber vielleicht bestelle ich mir mal bei Amazon sowas, wo ich das dann selber machen kann. Ich traue mich nur nicht so ganz. Nachher vermale ich mich da voll, dann habe ich das da. Aber ich hätte schon Lust drauf. Vielleicht hole ich mir auch diese Paste, wo man eben so henna-mäßig machen kann. Mal sehen. Ja, dann haben noch viele gefragt, wie das mit der Ernährung momentan so ist. Und ja, das ist so eine Sache. Momentan esse ich viel Zucker und so ein Zeug, also weil es halt gerade so kommt, also weil ich teilweise Sachen daheim habe. Ich habe jetzt auch beim letzten Einkauf keine Schokolade die Woche gekauft und so, reicht echt wie das Maß ist voll. Die anderen Schokoladen von letzter Woche sind auch so gut wie leer. Ja, das Eis hatte ich jetzt noch und so, das brauche ich jetzt noch ein bisschen auf die Woche über, aber keine Schoko und ähnlichen Kram mehr in die Richtung. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also ich finde, mein Blähbauch ist nicht besser geworden. Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Ich habe zum Beispiel heute, da war mein Bauch okay, als ich zu dem Fest gegangen bin, dann habe ich dieses Linsen-Ding gegessen, also dieses Reiszeug, dieses Sri Lanka-mäßige mit Linsen obendrauf und es war sehr lecker gewürzt und so. Und selbst bei sowas hatte ich wieder mega Bauchweh danach und Blähbauch und so. Und ich denke mir, ja, ich kann essen, was ich will, es regt mich nur noch auf. Ja. Keine Ahnung. Ernährungstermin, also mit der Beraterin, habe ich erst Anfang August, weil viele auch danach gefragt haben, wissen wollten, hey, was sagt die jetzt gerade dazu? Also die habe ich seit meinem Zuckerentzug nicht mehr gesehen. Das ist jetzt eine längere Zeitspanne, weil sie nicht immer Zeit hat und ich auch nicht. Deswegen sehen wir uns dann erst wieder Anfang August und dann werde ich weiteres erfahren. Mal gucken, aber ich glaube, sie wird auch nicht groß schlau daraus. Ich war mittlerweile nochmal bei meiner Dermatologin, bei der ich auch immer mal wieder Blut abnehmen lasse und verschiedene Tests durchführen lasse. Ja, die hat mich jetzt nochmal, also die hat jetzt nochmal Blut abgenommen. War ein Rieseneck dieses Mal, also ich bin fast umgekippt diesmal und normalerweise geht das eigentlich, macht mir nichts aus, aber da kam irgendwie kein Blut raus und dann die Nadel wurde rausgezogen und dann war überall Blut plötzlich und ja. Große Sauerei und auf dem anderen Arm dann nochmal. Das tat richtig weh dieses Mal. Also irgendwie waren die ein bisschen seltsam. Und dann ist mir schlecht und schwindelig geworden. Und ich musste mich hinlegen und so. Ja, aber die testen jetzt nochmal auf Nüsse und so ein Zeug. Nochmal irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum man nicht alles auf einmal testen kann. Und dann ist mal gut, dann weiß man wenigstens, was Unverträglichkeiten sind und was nicht. Aber sie hat gemeint, Allergien kann man eher testen und Unverträglichkeiten wäre da so schwierig. Kann man es nicht so richtig nachweisen im Blut, was weiß ich. Auf jeden Fall hat sie gemeint, es wäre schwieriger wie eine Allergie. Und ja, bin mal gespannt, was da noch rauskommen wird, aber den Termin habe ich auch wieder erst, ja, auch Anfang August, Anfang Mitte August dann, der ist ein bisschen früher wieder. Ja, aber das ist so das Update, was ich euch geben kann. Ich versuche mal in Zukunft wieder weniger so Zuckerzeug zu essen, weil das war jetzt schon ein bisschen wieder viel. Ja, aber ich probiere es mal wieder ein bisschen weniger zu machen. Und ja, ich glaube, das war's dann für heute. Und ich hoffe, dass euch der Vlog wieder gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!